Kirchentellinsfurt bei Tübingen 1985. Ein brutaler Überfall auf einen Sicherheitsdienst. Der Geldbote erleidet einen Halsdurchschuss. Bald stellt sich heraus, die Täter sind Terroristen. In der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst wurde versucht, den Verbrechern und deren Helfern auf die Spur zu kommen. Kriminalitätsexperte Ralf Döbele will sich den Fall und die Hintergründe direkt am Tatort noch einmal näher ansehen. Hier befand sich 1985 eine Filiale der Supermarktkette Esbella. Und hier wiederholte sich praktisch täglich das gleiche Ritual. Der Geldbote Egon B. kam hierher und holte die Tageseinnahmen ab und brachte sie danach zu einer Bank in Ludwigshafen. So auch am 3. Juni 1985. Gegen 13.30 Uhr überschlagen sich die Ereignisse. Bei seiner Rückkehr aus dem Markt wird der Geldbote überfallen. Aus nächster Nähe wird ihm in den Hals geschossen. Weitere Schüsse treffen die Reifen. Ein Komplize des Schützen nimmt den Koffer mit den Tageseinnahmen an sich. Trotz allem muss man sagen, dass Egon B. noch Glück im Unglück hatte, denn die Kugel durchschlug seinen Hals, verfehlte aber um Haaresbreite die Wirbelsäule und die Halsschlagader. Die Täter fliehen, aber sie werden dabei von einem Zeugen beobachtet. Der Mann verfolgt den Weg vom Parkplatz aus ganz genau. Und so konnte er der Polizei nicht nur das Kennzeichen des Fahrzeugs nennen, sondern auch den genauen Fahrzeugtyp. Es war ein roter Audi. Den stellten die Täter dann aber in unmittelbarer Nähe des Supermarkts in einer Sackgasse ab. Sie setzten ihre Flucht mutmaßlich mit einem anderen Fahrzeug fort. Die Polizei überprüft das Kennzeichen des Wagens und kann so den Halter des Audi ermitteln. Die Beamten stellten fest, dass der Wagen bis vor kurzem einem Studenten gehört hatte, der in Stuttgart lebte. Der hatte das Auto vor 11 Tagen verkauft, hatte es danach abgemeldet. Neu angemeldet war das Fahrzeug noch nicht, aber er hatte die Adresse der Käuferin angegeben. Die Kripo eilt zur Wohnung der neuen Besitzerin des Autos, Anna H. Doch als sie bei der Frau an der Haustür standen und klingelten, erwartete sie eine faustdicke Überraschung, denn es öffnete ihnen eine rund 80 Jahre alte Dame. Diese Dame sagte, sie hätte noch nie in ihrem Leben ein Auto besessen, denn sie hatte auch noch nie einen Führerschein gehabt. Für die Polizei ist jetzt wieder der Vorbesitzer des roten Audi, der Stuttgarter Student und dessen Frau, verdächtig. Das Paar legt einen Kaufvertrag vor. Aber solange wir nicht wissen, wer den Wagen bei dem Überfall benutzt hat, sind Sie unser Partner. Nee. Ich habe ihn noch am selben Tag abgemeldet. In den Kaufvertrag ist ein Preis in Höhe von 1.300 D-Mark eingetragen. Als es dann aber zur Vertragsunterzeichnung kam, hatte die Frau ihren Ausweis scheinbar zu Hause vergessen. Sie sagte dem Studenten aber, das würde ja nichts machen, er hätte ja die Adresse und er könne auch im Telefonbuch nachsehen. Da wäre die Adresse mit ihrem Namen auch verzeichnet. Das tat der Student und tatsächlich befand sich im Telefonbuch die Adresse einer gewissen Anna H. Wichtig für den weiter verdächtigen Studenten und für die Polizei ist es nun, die angebliche Anna H. zu finden. Der Student beschrieb den Beamten die Käuferin als Mitte 20. Sie hatte dunkle Haare und trug eine Brille. Außerdem sagte er, dass er den Eindruck hatte, dass sich die Frau gut mit Autos auskennen würde. Denn sie hatte während des Verkaufs den Reifendruck geprüft und hatte bei der Testfahrt auch einen Bremstest absolviert. Die Polizei kommt bei der Suche nach der ominösen Käuferin zunächst nicht weiter. Doch 3 Monate nach dem Verbrechen machen Beamte in Tübingen eine für den Fall entscheidende Entdeckung. Im September 1985 wurde hier durch Beamten des Bundeskriminalamts eine sogenannte konspirative Wohnung entdeckt, die von mutmaßlichen RAF-Terroristen benutzt worden war. In der Wohnung fanden sich nicht nur zahlreiche persönliche Gegenstände der Gesuchten, sondern es fanden sich auch die Fahrzeugpapiere des roten Audi, der bei dem Raubüberfall in Kirchentellinsfurt eingesetzt worden war. Damit bestätigte sich für die Beamten das, was sie eigentlich schon die ganze Zeit befürchtet hatten. Der Überfall in Kirchentellinsfurt ging mutmaßlich auf das Konto von RAF-Terroristen und damit übernahm auch das Bundeskriminalamt die Ermittlungen in diesem Fall. Die Wohnung wurde nach Erkenntnissen des BKA von einer mutmaßlichen Terroristin angemietet, der untergetauchten Barbara M. Die Polizei glaubt nun auch zu wissen, wer die Käuferin des roten Audi ist, der bei dem Überfall auf den Sicherheitsdienst benutzt wurde. Laut Beschreibung könnte es sich um die mutmaßliche RAF-Terroristin Birgit Hogefeld handeln.
Auch sie hat in der konspirativen Tübinger Wohnung Spuren hinterlassen. Im November 1985 schalten die Behörden auf der Suche nach Birgit Hogefeld und Barbara M. die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst ein. Außerdem wird hier nach weiteren Terrorverdächtigen gesucht, deren Spuren ebenfalls in der Wohnung in Tübingen gefunden wurden. Es geht der Polizei in diesem Fall nicht nur um die Personenfahndung im engeren Sinne. Sie möchte natürlich auch verhindern, dass sich terroristische Gewalttäter neue Unterkünfte besorgen. Deshalb ein paar Informationen, wie sie dabei vorgehen. Im Gegensatz zu früheren Zeiten treten diejenigen, deren Fotos auf zahllosen Fahndungsplakaten zu sehen sind, oft nicht mehr selbst als Anmieter auf. Vielmehr beschaffen Sympathisanten oder Personen, die die RAF unterstützen, die Wohnungen, und zwar meist als Untermieter. Sie benutzen die Wohnungen eine Zeit lang selbst und geben sie dann schließlich an gesuchte Terroristen weiter. Deshalb die Empfehlung, Wohnungen oder Zimmer nur jemandem zu überlassen, den man kennt oder dessen Identität man zumindest geprüft hat. Die 6 Terrorverdächtigen werden durch die Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY ungelöst nicht gefasst. Barbara M. stellt sich 14 Jahre später den Behörden. Sie bestreitet allerdings eine Beteiligung an dem Überfall auf den Sicherheitsdienst. Auch Birgit Hogefeld bleibt zunächst verschwunden. Sie gilt in den folgenden Jahren als eine der Führungspersönlichkeiten der dritten RAF-Generation. Erst 1993 kommen die Behörden wieder auf ihre Spur. Im Zusammenhang mit einem Einsatz der Bundespolizei gegen die RAF am Bahnhof Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei kommen sowohl ein Mitglied der Spezialeinheit GSG 9 als auch der RAF-Terrorist Wolfgang Grams ums Leben. Birgit Hogefeld kann bei diesem Einsatz festgenommen werden. Sie wird im Jahr 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt und kommt 2011 wieder auf freien Fuß. Wer genau die Schüsse bei dem Überfall auf den Sicherheitsdienst in Kirchentellinsfurt abgegeben hat, ist bis heute unklar. Der Überfall diente offenbar der Geldbeschaffung der Aktivitäten der RAF. Der überfallene Geldbote Egon B. hat bereits 4 Tage nach dem Halsdurchschuss seinen Dienst wieder aufgenommen. Nur einen Monat später gerät das ursprüngliche Kriminalitätsopfer dann erneut in die Schlagzeilen. Nach einer besonders ertragsreichen Tour macht sich Egon B. mit rund 650.000 D-Mark dieses Mal selbst aus dem Staub. Doch der Geldbote hat nach der Unterschlagung nicht lange Freude. Er kann mit Hilfe von Interpol in Asunción in Paraguay aufgespürt werden. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland wird er dann festgenommen. Egon B. wird 1986 zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Die in XY gesuchten Terrorverdächtigen können im Verlauf der Jahre aufgespürt werden. Einige von ihnen haben sich selbst gestellt. Alle haben eine Beteiligung an dem versuchten Raubmord an dem Geldboten in Kirchentellinsfurt abgestritten.